Hallöchen Leute und willkommen zurück zu This War of Mine. Ja, die letzte Nacht war nicht so cool. Der Boris ist leider gestorben. Super ärgerlich. Und wir wurden auch noch ausgeplündert, aber... Das hat alles geklappt. Oh, schade. Boris ist gestorben, ich werde ihn vermissen. Boris wurde letzte Nacht getötet. Ich bin froh, dass das nicht ich war. Oh lol, was ist mit der, ey? Ehrlich. Einmal ging es meinem Vater nicht so gut, als ging ich für ihn zum Markt. Ich war froh, endlich wieder draußen zu sein. Da ich mir den sicheren Weg gemerkt hatte, erreichte ich den Markt unversehrt. Auf dem Rückweg sah ich allerdings eine Rauchsäule über unsere Straße. Unser Haus stand in Flammen. Der dichte Qualm hinderte mich daran, das Haus zu betreten. Ich lief um das Haus herum zum Garteneingang. Dort fand ich sie. Hört sich nicht so cool an. Die ist müde und die sind natürlich traurig. Er ist auch müde. Wir legen uns erstmal hin. Eventuell triggert jetzt das Game jemand, der nachkommt. Dass jetzt jemand klopft und an der Tür sagt, hier, ich brauche Hilfe. Kann ich bei euch bleiben? Bla. Müssen wir mal gucken. Ansonsten, wir haben eigentlich extrem viele Vorräte. Man könnte auch einfach jetzt durchrushen. Wir sind ja Tag 14. Ich werde mal, wenn die fertig gepennt haben... das Radio mal anhören, vielleicht steht da nochmal da, ja, in ein paar Tagen kommt hier die Befreiung, bla bla bla. Und ansonsten werde ich mal mit der talentierten Anwältin nochmal dahin zurückgehen, wo Boris gestorben ist, mir eine Knarre mitnehmen und wenn der Typ da immer noch ist, den Boris mal rächen. Das ist mir echt noch nie passiert, also ganz ehrlich, normalerweise in der Kirche steht da immer der Papst und man kann mit dem quasi handeln. Ich dachte, der sucht da gerade nur irgendwas in seinen Sachen rum. Da wäre irgendwie so eine Umrandung cool. So blau für, die sind freundlich oder neutral. Und rot für, den quatsch mal lieber nicht an. Aber müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall vorsichtiger sein. Weil noch jemanden zu verlieren wäre ein bisschen nicht so cool. Dann können wir quasi gar nichts machen. Oh shit. Ich habe etwas für sie. Okay. Wir gucken mal, vielleicht gehen die uns auch nur Vorräte. So, 16 Grad. Ich gucke gleich nochmal, wie viel Brennholz wir haben. Wir leben mehrere Blöcke von hier entfernt. Wir haben gesehen, dass sie in diesem Gebäude Unterschlupf gefunden haben. Als Nachbar wollten wir... vorbei sind und Hallo sagen. Wir haben Gemüse in unserem Garten mitgebracht. Guten Appetit. 5 Stück. Cool. Danke. Okay, jetzt nochmal 6 Gemüse. Ach du Scheiße. So, nochmal hier ist Schnaps fertig. Den können wir nehmen. Mit Boris. Ah, komm, Holz mehr, ey. Scheiße. So, er ist ready. Dann würde ich mal sagen. Ja, wir haben echt wenig Brennholz. Drehen wir weiter die Zigarettchen. Vielleicht kommt ja hier nochmal der Händler vorbei. Wie viel Wasser haben wir noch? Das geht noch, alles gut. So, der hat ja auf jeden Fall zu tun. So, da oben ist noch ein Bettchen. Schade, ey. Dass der auch so schnell gestorben ist, ey. Damn. Haben wir sogar noch ein Essen übrig. So, sie ist ready. Haben wir hier noch so ein Ding? So, hups. Mach das mal fertig.
Alter, wir haben super viel Zigaretten. Wenn der Handel-Dude nochmal kommt, können wir übelst viel wegtraden. Reiner Alkohol. Uns fehlt eh der Schnaps. Bringt nichts. Und immer noch 15 Grad. Aber nur ein Brennstoff. Achso, genau, wir wollten ja im Radio gucken. Morgen. Ein Morgen ohne Kaffee ist für viele undenkbar. Es ist nahezu unmöglich, im Pokémon einen Kaffee heranzukommen. Der Preis ist in die Höhe geschossen, okay. Außen ist es kalt, bewölkt und es könnte zu Regenfällen kommen. Hm. Tut uns leid, Ihnen diese enttäuschende Neuigkeit übermitteln zu müssen, aber die versprochene internationale Invasion wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Schade. Damn. Hm. Ich werde mal mit ihr hier das Essen noch nehmen. Hier. Muss glaube ich nochmal den Dings anfeuern. Er hat hier erstmal sein Leben lang zu tun. So, wir werden uns dann komplett bewaffnen. Und dann gehen wir da nochmal zurück. Haben wir eigentlich jetzt unseren Helm und so verloren? Bestimmt, ne? Oh, scheiße, ey. Echt kacke, ey. Haben wir sonst noch eine Waffe? Ja, okay. Okay. So, dann können wir eigentlich auch beenden. Mehr ist hier nicht zu tun. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So, du gehst plündern, weil du immer so eine große Klappe hast. Wir waren in der Kirche. Vorsicht ist geboten. Aha. Also mal 10 Schuss müssten reichen. Wir nehmen mal noch einen Beil mit. Und dann geht's los. So, diesmal aber komplette Vorsicht. Vielleicht liegt Boris auch noch da. Dass der Boris da noch liegt. Kriegen wir wenigstens unsere Sachen wieder. Ja, nicht, dass er noch trauriger wird, ne? Aber Boris, er war wirklich ein trauriger Mann. Vielleicht ist es besser für ihn. Verdammter Kack, ey. Hier mal aufsägen. Hier können wir wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Wir haben auch
eine Schaufel. Das ist ja riesengroß, das Areal, ey. Holy shit. Ja, da oben ist irgendjemand. Ob der uns hört, wenn wir hier buddeln. Ich weiß jetzt leider nicht, ob das jetzt gute oder böse Leute sind, ne? Hoch? Nee. Oh Gott, Emmy ist gestorben. Dass der da runterspringt, ja. Oh. Oh Gott, wir verlieren hier alle Leute. Ich wollte eigentlich gerade die Tür aufmachen und den da weghauen. Nach Emilia. So, jetzt ist er hier ganz alleine. Ich wurde gebeten, einen Satz Einbruchwerkzeug herzustellen. Ich habe abgelehnt. Die Bezahlung wäre gut gewesen, doch ich wollte nicht. Ich wünschte, ich hätte gewusst, dass diese Kunden kein Nein akzeptieren. Kamen, als ich und meine Frau oben tief am Schlafen waren. Wahrscheinlich konnten sie die LAN-Tür nicht aufbrechen, also haben sie einfach einen Molotow-Cocktail durchs Fenster geworfen. Und was? Unser Schlafzimmerfenster? Punkt. Okay. Na, wir können ja uns mal schlafen legen. Das funktioniert ja echt klasse. Okay, ich glaube, die Kirche sollten wir meiden. Jetzt können wir eh nichts mehr machen. Außer Zigaretten herstellen. Und was essen. Gottes Willen, ey. So, wir haben zum Glück noch eine 4 Pistolen. Das sollte reichen, um uns hier zu verteidigen. Eieieiei. Da hätten wir so einen kampferprobten Typi. Hätten wir mit denen mal da noch hingehen sollen. Damn. Ja, die Kirche, sage ich euch, ne? Da werden nicht nur Leute begraben, sondern finden auch einen ziemlich schlechten Tod. Dass die so viel ausgehalten haben, aber ich war nicht nah genug dran. Hätte ich den auch mit dem Beil erstmal leise töten können. Ich stand auch blöd. Genau zwischen zwei Fronten. Na, das ist halt ärgerlich, ey. Das ist wirklich ärgerlich. Kommt hier noch irgendjemand, oder? Oh. Schon mal runterlaufen. Was der Typ jetzt will. Mal gucken. Ah, endlich. Oder Anton. Guten Tag, ich heiße Anton. Verzeih mir, dass ich hier einfach so eindringe. Ich bin 70 Jahre alt und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich diesen Krieg ohne Hilfe überleben werde. Ich glaube, dass meine Zeit noch nicht gekommen ist. Ich habe eine Enkelin, die ich noch aufwachsen sehen möchte. Wärt ihr so gütig und würdet es mir erlauben, hier zu bleiben? Auf jeden Fall. Was kann der? Ein Mathematiker. Mhm. Ja. Er ist leicht verletzt und auch müde. Na, dann geht doch alle einfach mal schlafen. Wohl leicht verletzt. Du könntest ja mal hier noch Medizin nehmen. Ich glaube, das Spiel macht das irgendwie so irgendwann mit einem Algorithmus. Achso, er ist verletzt.
Dann eben so. So, müde, traurig. Warte mal, ist er irgendwie. Ist die Nenzler? Okay. So, die können wir gleich weitermachen. Wir haben jetzt auch keine Säge und nichts mehr. Das ist wirklich ärgerlich, ey. Vielleicht vorher erstmal noch ein bisschen beobachten sollen. Ich hätte eine normale Waffe nehmen sollen. So, wir essen erstmal ein bisschen essen hier. Er hat keinen Hunger, okay. So, kommt hier noch irgendjemand? Nee, ne? Schade. Wie viele Zigaretten haben wir? 68. Wir könnten nochmal zur Militärbasis gehen und versuchen da zu traden. Den ganzen Zigaretten können wir bestimmt gut was raushandeln, aber nicht, dass die uns dann da einfach auch abknallen. Ärgerlich. Aber wir werden Marien durchhauen. Ich glaube, wir gehen mit den Alten auf Plündertour. Dann wenigstens einer hier noch vom Anfang überlebt. Oh, sehr schön. Er ist echt gleich fertig. 75 Zigaretten. Denke ich mal viel zu viel, oder? Einer ist noch, okay. Ach, das war vorbei. Oh Gott, was ist das für ein verwinkelter Weg hier? Kannst du nicht hier hochrennen können? Komisch. Weil er immer noch verletzt ist, ne? Zack, ist noch fertig geworden. Okay. Eieiei. Ja, ich glaube, dann muss Marien jetzt losrennen. Das Key ist einfach mal, ich gehe jetzt mal zu der Militärbasis mit den ganzen Zigaretten. Gefährlich, möglicher Handel. Die, die sich am Tage beschießen, handeln nachts oft miteinander. Diese Leute haben viele interessante Sachen und tauschen gerne Alkohol oder Zigaretten. Na komm, der kann nur 8 tragen. Ne, okay. Machen wir mal so. Jetzt hier komplett blind rein. Oh Mann, ey. Oh Scheiße. Und go. So, bitte erschießt mich nicht. Pass auf, hier ist Schwergewicht. Ich hoffe, du hast ein paar gute Sachen zum Handeln. So, Alter.
Immer noch beeindruckend, okay. Soll ein Scherz sein. Können uns einigen. Den Rest brauche ich eigentlich nicht. Aber die haben echt schon ein paar coole Waffen. Ja, dann machen wir es doch mal so. Eine Bürgerpflicht erfüllt. Also, ich denke mal, in der Theorie könnte man jetzt dann, wenn man da einbricht, ey. Puh, wir leben noch. Yay. Mal gucken, ob wir überfallen wurden. Ich weiß nicht, ob der Alte uns da wirklich den Rücken frei halten kann, ne? Tag 16, okay. Okay, die Nacht war ruhig, ne? Ist doch schön. So, die sind bestimmt alle beide müde. Noch mal schön Essen bekommen. Mir fehlt echt so ein bisschen Holz. Wir müssen in der nächsten Runde auf jeden Fall mal eine Axt noch bauen und die dann mitnehmen. Dass wir hier Brennholz kriegen. Aber er ist nicht mehr verletzt. Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, ob jetzt hier nochmal jemand kommt. Mal gucken. Also, mal kurz unsere Sachen angucken. Also, wie gesagt, wir haben echt genug Essen. So eine Teile haben wir auch noch genug, aber... Oh, hier, die Waffenteile. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall locker eine Axt oder so bauen können. Das ist krass, das Ding hier oben läuft immer noch, ey. Das ist jetzt schon 2 Tage her oder so, seit wir das angeworfen haben. Dann werden wir hier eine Nacht noch mitnehmen und dann machen wir erstmal wieder einen Cut rein. Ich höre mir gleich nochmal das Radio an, vielleicht gibt es irgendeine neue Meldung. Bin gar nicht, ehrlich gesagt, nicht mehr so sicher, wie lange das eigentlich geht, wie viele Tage. Ich glaube, das ist immer unterschiedlich. Manchmal bis Tag 20 aufwärts. Dann könnte es irgendwann einfach so passieren, dass der Krieg vorbei ist. Ja, 2 Leute zu verlieren, ist natürlich keine gute Ausbeute. Immer noch traurig. Ne, scheint keiner zu kommen. Schade. So, Wasser können wir nochmal machen, wobei wir nicht mehr jetzt genug haben. Aber die gehen bald aus hier. Der Krieg nicht schon schlimm genug wäre, steigt die Kriminalität. Es gibt Berichte von bewaffneten Angriffen. Okay.
Es freut uns ankündigen, dass die Temperaturen wärmer werden. In den kommenden Tagen steigen. Cool. Okay. Also hier machen wir noch ein bisschen Brennstäbe-Dinger. Wir müssen gucken, dass die Dinger hier nicht ausgehen. Dann gucke ich mal, ob ich noch ein paar Zigaretten drehen kann. Gar nichts mehr. Achso, wir brauchen unbedingt noch eine. Wie ist dahin? Eine Axt. Einfach eine Axt und eine Schaufel nochmal machen. So, 15 Grad. Wenn ich jetzt hier überall nochmal drei reinwerfe, müsste es eigentlich für die nächsten ein, zwei Tage reichen. Bis es dann hoffentlich wärmer wird. Ja, 20 Grad, alles klar. So, dann könntest du vielleicht hier nochmal gucken, können wir irgendwas noch bauen, aber ich glaube, wir haben nicht genug. Was wir machen können. Die Frage ist, wo gehen wir hin? Irgendwo, wo es safe ist und wo wir einfach nur Holz kriegen. Ja, wie gesagt, wir haben alles andere, haben wir mehr als genug. Können wir den Tag auch beenden? Du gehst plündern, du stehst Wache. Eine Menge Waffen, etwas Teile. Eine große Menge Waffen, bla. Gar nichts mehr. Die Bäckerei, da sind aber glaube ich noch Leute drin, ne? Ja, komm, gehen wir da nochmal hin. Nehmen die beiden Sachen mit. Ups, das nicht. Ah, oh, der Boris, der war so gut. 17 Sachen konnte der tragen, Mann. Hier noch irgendwas? Sachen. Yes, Holz ist gut. Ob hier oben noch was ist? Oh, da war sogar noch Essen. Okay. Nicht. Vielleicht finden wir noch ein paar andere nützlichere Sachen. Mal gucken.
Das ist doch gut. Ob hier noch die Leute drin sind. Ja. Gezogener Tabak. Eigentlich genug, brauchen wir nicht. Wenn das hier vielleicht gleich noch mal klein hacken, mal gucken. Vielleicht noch ein Büschel Holz. Das ist eigentlich Schwachsinn. Sag mal, die kommen denn nicht irgendwie auf mich zu oder so? Muss er eigentlich hören. Muss diesen Lärm auf den Grund gehen. Oh oh. Aber mehr kann man nicht nehmen, nur viermal. Ist ja gut, ich hau schon ab. Tschüss. Okay. Theoretisch gucken wir nochmal, was hier noch drin ist, aber. Ja, man könnte hier nochmal zurückkommen wegen Materialien. Noch ein Ticken rum. Ja, doch. Könnte sich theoretisch nochmal lohnen. So, würde ich aber sagen, machen wir hier erstmal wieder einen Cut rein. Ich bedanke mich immer fürs Zugucken. Ich gucke mal nochmal, ob wir überfallen wurden. Das speichert er gleich. Dann werden wir es in der nächsten Folge nochmal sehen. Tag 17. Aber eigentlich müsste unser Unterschlupf ja relativ safe sein. Und ausgeplündert. Ja, hat er verjagt. War eine ziemlich zähe Gruppe. Okay. Guti, dann würde ich aber sagen, cutten wir hier erstmal rein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie hier alle immer von mir wegsterben. Das ist lustig. Aber egal. So ist das Spiel halt, ne? Da muss man echt aufpassen und man kann halt nicht speichern oder so. Das ist halt, wenn es was passiert ist, ist passiert. Ist halt so. Muss man weiterleben. Und wir gucken mal, wie viele Tage wir hier noch durchhalten. Und bin gespannt, wie das Ende denn aussieht. Ich bedanke mich wie immer, würde mich über Likes freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, bye bye.